Ja, Frau Herrmann, schön, dass wir zusammengekommen sind. Sie sind vom DAV, dem Deutschen Arbeitgeberverein, und Sie haben zwei Fragen an mich. Die habe ich, Deutscher Arbeitgeberverband. Deutscher Arbeitgeberverband, okay. Habe ich noch nicht gesagt? Verein. Okay, Entschuldigung. Sind Sie ein Verein? Verband ist ein Verein, aber Verband ist immer... Ich dachte, Sie sind Deutscher Arbeitgeberverband e.V., eingetragener Verein. Richtig. Aber ein Verband ist immer... Mehr. Okay. Gut. Trotzdem, die zwei Fragen. Welche Fragen haben Sie an mich? Ja, ich habe folgende Fragen an Sie. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie zum Deutschen Arbeitgeberverband gekommen sind. Ah, das ist eine schöne Geschichte. Ich war auf einer Messe als Aussteller und wie es meine Art so ist, warte ich nicht nur auf die Besucher, sondern ich gehe auch von Stand zu Stand und schaue mir an, ob es etwas Interessantes, Neues, Schönes für mich gibt. Unter anderem bin ich da auch zum Stand des Deutschen Arbeitgeberverbandes gekommen und habe mich dann so vor dem Stand aufgebaut mit diesem schönen Band und habe mich so hingestellt und habe gesagt, wissen Sie, was Sie jetzt machen müssen? Und wissen Sie, was Sie machen müssen? Ich weiß es ganz genau. Dann machen Sie mal einmal ganz kurz. Das erinnert mich an die Schulzeit. Genau, das haben wir nämlich in der Schule gespielt, das heißt relativ viele die Mädchen. Aber ich sehe schon, Sie können das perfekt und die Leute beim DAV konnten es auch. Und so habe ich gesagt, okay, ihr macht interessante Sachen, kommt doch mal zu mir ins Büro und dann schauen wir mal. Und dann war der nette junge Mann, Dave, glaube ich, bei mir im Büro und ich habe mich euch angeschlossen. Prima. Ja, es war eine schöne Sache. Schöne Bereicherung. Die zweite Frage wäre, was haben Sie denn von Ihrer Mitgliedschaft im Deutschen Arbeitgeberverband? Was habe ich davon? Ich bin seit etwa 12 Jahren im Geschäft, also in der gleichen Branche, und bin in verschiedenen Netzwerken aktiv. Aber genau in Ihrem Arbeitgeberverband habe ich festgestellt, dass die Leute, auf die ich dort treffe, alle ähnlich gelagert sind. Das heißt, die Leute stehen vor den gleichen Aufgaben, suchen nach kreativen, möglicherweise innovativen Lösungen und sie haben alle eine ähnliche Unternehmensstruktur, so wie ich auch. So, und da denke ich, das passt alles und stimmt so und ich könnte eigentlich nur jedem empfehlen, schaut euch mal den DAV an und vielleicht ist da ja was für euch. Ganz bestimmt sogar. Okay, Dankeschön. Danke auch.